Herzlich willkommen bei diesem Aufnahme, eine Art Klärungsvideo über Energie, Energiefelder, Energiearbeit. Warum ich diese Video veröffentliche? Eine von meinen Klientinnen hat erzählt, sie hat ein Produkt gekauft und seitdem fühlt sie sich krank, ist in ärztlichen Behandlung. Und ich möchte das euch erklären und ich beginne mit dem Schöpfung. Wir leben auf die Erde. Und unserem Planet gehört zum göttlichen Schöpfung. Und das können wir jeden Tag bewundern. Bewundern einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bewundern die Vielfalt, die Tierwelt, die schönen Blumen, die Wälder, die Natur, aber auch die Menschen. Es gibt so viele wertvolle, liebevolle, wunderbare Menschen, auch ein Teil von der Schöpfung mit voller Liebe und Hingabe. Und viele Menschen haben auch Wunder bewirkt, entweder in Wissenschaft oder in Kunst, aber auch bei zwischenmenschlichen Kontakten, Begegnungen sind es wundervolle Freundschaften und viele von uns erlebt auch, wie schön das sein kann oder die Liebepartnerschaft. Nicht vergessen die Familie, die Eltern, die Kinder. Es ist alles göttlich. Es gibt aber die zerstörerische Energie und das können wir auch erkennen. Es wird Kriegen geführt, es gibt auch Gewalt. Es gibt Kriminalität, es ist alles andere als göttlich. Wir Menschen entscheiden uns, in welchen Weg möchten wir gehen, das Göttliche oder die andere Richtung. Es gibt auch Menschen, die unsicher sind und mal so oder so verhalten. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen. Doch, Fehler macht jeder. Und von Fehler lernen wir auch. Mir ist wichtig, die Richtung, in welche Richtung schauen wir. Das Licht ist göttlich. Eine Heilenergie mit voller Liebe. Newton hat die Licht untersucht. Das war ein Gebiet, wo er sehr aktiv gearbeitet hat. Und Newton hat die Licht zerlegt und entdeckt hat etwas Wundervolles. Das Licht enthält den Regenbogenfarben und das entspricht auch unserem Chakra. Der Licht ist göttlich, heilend, das ist Liebe. Wenn ich die menschlichen Gefühle betrachte, das schönste Gefühl ist die Liebe.
Das Allertiefste ist der Hass. Dazwischen gibt es verschiedene Stufen. Ich unterteile das mit einer ganz klaren Grenze. Es gibt positive Gefühle. Das ist voller Licht, voller Liebe. Das ist göttlich. Das ist schöpferisch. Von diesen Gefühlen gehört Geborgenheit, Begeisterung, Hingabe, Lebensfreude, Dankbarkeit und die allerhöchsten Gefühle ist die Liebe. Diesen Gefühlen dienen Gott. Das ist schöpferisch. Das ist heilend. Die negativen Gefühle sind Zweifel, Schuldgefühl, Angst, Eifersucht, Neid. Und die allertiefsten Gefühle ist die Hass, kommt nicht von Gott und ist zerstörerisch. Es gibt bei diesen negativen Gefühlen eine Art Grauzone, das ist Zweifel, Angst, Schuldgefühl, das kennen wir alle. Trotzdem ist es schon im negativen Bereich. Es ist nicht unbedingt zerstörerisch, aber es blockiert, entstehen Blockaden und Hindernisse. Obwohl jeder von uns kennt die Zweifel, jeder von uns kennt die Angst, auch Schuldgefühl, sollen wir darauf achten, dass das alles blockierend ist. Das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und dazu kann ich nur sagen, nicht aufhalten damit, sondern sofort umdenken. Dann kommen wir zum Leichtigkeit und übergehen wir auf den positiven Gefühlen. Dann können wir von etwas uns begeistern. Verspüren wir Lebensfreude, Bewunderung, Bewunderung der Natur oder Kunst. Übergehen wir sofort auf den positiven Gefühlen und sind wir wieder ins Licht und Liebe. Das ist ganz anderen Qualität, einen anderen Energiefeld. Diese Grauzone, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das ist uns alle bekannt. Aber es gibt tieferen Gefühlen mit ganz tiefen Frequenz, ganz dunklen Energie. Und vor allem ist es die Neid und die Hass. Und das ist zerstörerisch. Es gibt sogar in beiden Richtungen Ritualen. Es gibt göttlichen Ritualen, Gott zu wenden, das Licht und Liebe dienen, Gott anbeten. Das wirkt auch magisch. Das ist Weißmagie und dient die Schöpfung. Und das, was wir lernen in unserem Leben, das mal schöpferisch gestalten. Diese Rituale wirken unterstützend, heilend, bringt auch Glück. Es gibt aber andere Rituale, die eben nicht Gott anbeten, sondern einen anderen Gestalt.
was ich tief verachte. Aber wir müssen gar nicht in dieser Richtung denken, sondern ich möchte euch aufklären. Es muss gar nicht Ritual sein. Es genügt schon, Kontakten haben mit anderen, die hasserfüllt sind. Sie hassen sich sogar selbst. Sie sind unzufrieden. Unzufrieden mit sich selbst, mit ihrem Leben, mit allem. Und sie klagen und klagen und klagen. Es gibt auch Menschen, die mit vollem Neid sind oder die Kombination Neid und Hass. Sie geben das nicht zu, natürlich nicht. Das wird immer schön lieb verpackt. Aber die Energie ist anderes. Und wenn ihr auf diesem Energiefeld euch einlässt, seid ihr in ihrem System. Dann fühlt euch müde, erschöpft, klappt nichts, das Geld geht verloren, die Beziehungen funktionieren nicht, kommt zum Trennung. Das kann sogar die Auslöser sein, weil ihr eben in diesem ritualen Energiearbeit oder mit solchen Produkten, was Energie verspricht, im Besitz habt, mit dem Hoffnung, dass ihr Glück habt, beruflich, macht ihr Gewinn oder habt ihr Glück in die Liebepartnerschaft. Diese Aufnahme ist dafür da, nachzudenken, in welchem System euch einlässt. Nicht die schöne Verpackung betrachten, sondern welchen Gefühlen vermitteln diese Menschen. Sind mit voller Liebe, Hingabe und Dankbarkeit und Begeisterung oder sind sie unzufrieden, neidisch, greifen andere Menschen an, sogar in Öffentlichkeit. Und dann weißt ihr sofort von Taten, nicht von Versprechungen, sondern von Taten erkennt ihr, in welchem Energiefeld wird gearbeitet. Ich würde euch empfehlen, bleibt an euren eigenen Energie, wendet euch zum Gott, öffnet zur Natur, bewundert es auch, aber Kunst, Kreativität, pflegt Kontakte zu Menschen, die beruhigend wirken, die etwas bieten können, wo euch ein gutes Gefühl habt und entsteht eine Art Vertrauen. Das kann auch eine gegenseitige Unterstützung sein. Und wenn ihr das Gefühl habt, da entsteht Unruhe, ihr fühlt euch nicht wohl, dann versucht, da zum Entfernen. Und bildet eure eigene Meinung, macht euren eigenen Gedanken, macht euren eigenen Erfahrungen. Ich möchte euch nur aufklären, in dem Moment, wo ihr dafür öffnet, Ritual, Energiearbeit, Energieprodukte und ihr vertraut das, weil ihr kennt euch nicht aus und habt auch die Hoffnung, dass es auch was bewirkt.
Und wenn das vom falschen Quelle kommt, und das ist eben von negativen Gefühlen aufgeladen ist, ohne Ritual, da braucht man kein Ritual haben, sondern einfach die Energie kommt von diesen Personen, das ist für euren System wie eine trojanischen Pferd. Das wirkt wie eine dunkle Wolke über euch. Und dann wundert, warum euch nicht gut geht, warum seid ihr so erschöpft und müde. Es ist nicht nur bei Energiearbeit so, sondern auch überall im Alltag. Welche Freundschaften habt ihr? Kommen mit guten Absichten oder besuchen euch regelmäßig und kommt Neid? Manchmal sogar Hass. Dann weißt ihr, in welchem Energie euch einlässt. Unterscheidet von diesen Systemen. Und öffnet euch mehr zu dem Göttlichen und bleibt in euren eigenen Energie. Und das habt ihr auch. Ihr habt ein Energiefeld, was euch umhüllt. Das ist auch Schutz, selbstverständlich. Und dieses Energiefeld entsteht von euren Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Wenn ihr positiv denkt, angstfrei lebt und lebt die Liebe, es ist nicht nur die Liebe-Partnerschaft, sondern es gibt so viele Dinge im Leben, was in unserem Herzen liegt, weil wir das lieben. Berufung, Hobby, Kunst, Sport, Kreativität, Freundschaften, die Natur, die Tiere, aber auch die liebe Partnerschaft. Das unterstützt euch. Dadurch verbessert sich euer Energiefeld. Das leuchtet, das dehnt aus. Und vor allem, das hat eine wichtige Funktion. Das ist die Anziehungskraft. Und eine von den hermetischen Gesetzen besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Sofort verbessert sich euer Leben, weil ihr zieht anderen Lebensumstände an, ihr zieht anderen Menschen, anderen Kontakte an. Also ihr könnt das auch bewusster da etwas bewirken. Und überlegt immer, in welchem System euch bewegt und überlegt immer, wie ist es mit euren eigenen Energiefeld? Überprüft euren Gedanken, Gefühlen. Gedanken können wir sofort verändern, die Gefühle müssen wir transformieren. Erstmal umdenken, in andere Richtung schauen und etwas tun, was uns begeistert, so kommen wir schon in die schöpferische Energie. Also es ist auch möglich, dass durch diese Transformation die Gefühle verbessern. Und alles andere sollt ihr überprüfen. Die Kontakte mit anderen Menschen, in welchem Ritual meldet euch an, welche Produkte ihr kauft, was mit Energie aufgeladen ist, weil in dem Moment seid ihr automatisch im System von anderen. Das kann was Gutes sein, das kann heilend wirken, das kann Wunder bewirken, wenn das Gott dient.
Es kann aber genau in die andere Richtung gehen. Da lasst euch in ein Energiefeld ein, was euch zerstört und kränkt. Und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen. Öffnet euren Augen, öffnet euren Herz für das Göttliche. Bewundert Sonne und Mond, bewundert den Sternenhimmel, bewundert die Natur, eine Blumenwiese, die Wälder, die Flüsse oder ein See, bewundert das Meer, die Sonnenuntergang. Bewundert die Tiere, diese Vielfalt unserer Natur. Bewundert die Kinder, wie sie spielen. Und respektiert ältere Menschen, weil sie haben Lebenserfahrung und sie sind weise. Und achtet auf andere Menschen, weil sie dienen dieses System, das Göttliche, sie arbeiten mit Begeisterung. Bewundert die Kunst, die Kreativität, aber auch Wissenschaftler, die auch etwas Wertvolles hinterlassen. Aber auch fremde Menschen im Alltag. Wir können mal andere Menschen anlächeln. Oder anderen helfen, dass wir das spüren, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sind füreinander da und so sind wir auch stark und dienen wir Gott, die Licht und Liebe. Und ich wünsche euch alles Gute von Dendera. Und ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und denkt an meinen Worten.